Oh, nice. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute Nacht mache ich mal wieder eine Fototour am Ammersee. Bisher war es eher eine Wanderung oder eine Wandertour. Ich habe nämlich nichts Brauchbares heute Nacht gefunden. Also ich laufe schon echt wirklich eine gute Stunde das Ufer entlang. Halt Ausschau nach Baumstämmen, Booten, Stegen, die irgendwas hermachen, aber habe noch kein Glück. Aber hier bin ich jetzt gerade an einem Spot angekommen. Also ich bin hier wirklich durch ein kleines Waldstückchen durchgelaufen. Und vor mir ist eine Sandbank zu sehen. Und die zeige ich euch jetzt. Und die hat enormes Potenzial, glaube ich jetzt zumindest. Der Vollmond heute Nacht kommt mir auch zugute, dass ich nicht noch irgendwie extra belichten muss beim Fotografieren, sondern werde einfach mein Foto jetzt hier an der Sandbank machen mit 20 Sekunden Belichtungszeit und meinem 2,8er Samyang Objektiv, was ich heute wieder dabei habe. Ich nehme euch mal mit zur Sandbank, die schaut echt cool aus. Dann muss ich jetzt nur noch hier an dem Gestrüpp, an dem Busch hier vorbei. Oh, schaut euch das mal an, wie geil das hier aussieht. Jetzt habe ich für einen Moment gedacht, da vorne sitzt einer. Das schaut echt krass aus. Schaut mal her. Jetzt hatte ich echt Schiss, dahin zu gehen. Wahnsinn. Aber es ist so mitten in der Nacht. Wer soll denn hier außer mir noch hier rumhüpfen? Oh, da ist keiner. Das scheint ein Baumstamm oder irgendwas zu sein. Da bewegt sich nichts. Boah, krass, hier hat gerade Schiss. Was jetzt auch gerade hinzukommt, der Ammersee war die ganze Zeit still. Und jetzt gibt es hier plötzlich Wellen. Ich check's auch nicht, warum. Fährt ja jetzt kein Schiff in der Nacht und jetzt kommen hier plötzlich Wellen auf. Naja, schauen wir uns mal hier die Sandbank an. Aber komisch ist halt schon, woher die Wellen plötzlich kommen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ich versuche jetzt hier diese Sandbank oder das gewisse Etwas da hinten zu fotografieren. Dann habe ich endlich mal ein Foto, weil es gibt nichts Schlimmeres, als eine Stunde oder eineinhalb Stunden rumzulaufen, nichts zu finden und so unverrichtete Dinge wieder heimzukommen. Ich bin jetzt echt motiviert, was zu machen, egal was rauskommt. Scheiß drauf. Ist eh schon spät. 10 nach 12. Los geht's. Also ich weiß nicht, was ihr in dieses Motiv rein interpretiert, aber ich dachte, da hockt der Teufel himself mit der Mistgabel in der Hand. Das ist echt geil. Das ist nur eine Wurzel. Also bevor ich jetzt diesen Baumstamm fotografiere, mache ich mir zuerst mal Gedanken, aus welcher Position und wie will ich einen richtigen Szene setzen. Der Mond scheint relativ hell aus dieser Richtung, das heißt, die Schatten fallen in diese Richtung. Wenn ich mein Stativ jetzt hier aufbauen würde, würde ich hier die Schatten einfach auf der Wurzel sehen, das wäre nichts. Also kann ich eigentlich nur aus der Perspektive hier schießen oder aus der Perspektive. Wenn ich die Wurzel jetzt in diese Richtung hier fotografieren würde, würde es vom Licht her ziemlich geil ausschauen. Allerdings habe ich dieses Ufer im Hintergrund und das möchte ich irgendwie nicht. Ich kann eigentlich nur aus dieser Position darüber wert schießen, weil dann habe ich einfach die Weite des Sees und diesen schönen alten abgestorbenen Baum. Ich schieße jetzt das Bild auch recht weitwinklig. Ich habe ein 14 mm Samyang Objektiv dabei, mein Lieblingsobjektiv für die Nachtfotografie. Und wähle eine niedrige Position, weil ich finde, wenn ich aus einem niedrigen Standpunkt fotografiere, sieht irgendwie diese Wurzel
bedrohlicher aus, als wenn ich sie von weiter oben fotografiere. Und von unten ragt auch diese Mistgabel höher in den Himmel rein und vielleicht sieht man auch ein paar Sterne. Jetzt habe ich keine Sunflares, aber Mondflares hier in meinem Display. Das ist recht schade. Da muss ich die Kamera ein kleines Stückchen bewegen. Noch wichtig ist mir, dass ich diesen Schatten, den die Wurzel wirft, auch komplett drauf habe. Wenn ich die Schatten abschneiden würde, fände ich es nicht ganz so cool. Allerdings, wenn ich das Foto so schieße, könnte man fast meinen, da sitzt wirklich einer. Weil man hier aus der höheren Perspektive denken könnte, dass das hier wirklich ein Kopf mit Ohren oder sowas ist. Also gehen wir es an. So, jetzt zu meinen Settings, wie ich das Bild aufnehme. Ich werde mit 20 Sekunden lang belichten, weil das ist die maximale Belichtungszeit, die ich heute wählen kann bei dem Samyang-Objektiv, weil ich die Sterne nicht als Strichspuren haben möchte, sondern als wirkliche Punkte. Die Blende wähle ich wie immer die 2.8. Das ist die kleinstmögliche Blendenzahl bei dem Objektiv, dass maximal viel Licht reinkommt. Mir ist ja auch die Wurzel wichtig, dass die scharf ist und nicht der Hintergrund. Also 2.8 passt. Dann, wie gesagt, die Schatten habe ich so ganz gut auch drauf aus dieser Perspektive. Und ISO werde ich jetzt auch nur auf 200 gehen. Das reicht, dass das Bild gut ausgeleuchtet ist bei dieser 20 Sekunden Belichtungszeit. Viel höher will ich die ISO auch gar nicht drehen, weil sonst verrauscht mir das Bild einfach zu sehr. Dann stelle ich meine Auslöseverzögerung ein. Das heißt, wenn ich auf den Auslöser drücke, macht die Kamera das Bild erst nach 5 Sekunden. Und stelle vielleicht noch den Steady Shot aus. Also die Stabilisation stelle ich aus. Ah, die ist schon Steady Shot, steht schon auf Off. Sehr gut. Hey, jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie das Bild aussehen soll. Jetzt drücke ich auf den Knopf. Und das war's. Für die Perspektive zumindest. Ich will auch nochmal aus einer etwas höheren Perspektive das Bild machen, damit man diesen Kopf von der Wurzel noch besser erkennt. Ja, dann gehe ich vielleicht hier nochmal hoch. So. Aber ist schon echt ein interessanter Spot hier. Wenn das Wasser steigt, dann ist diese Wurzel ja wirklich im Wasser. Könnte auch nochmal magisch ausschauen. Am coolsten wäre es ja eigentlich, wenn die Wurzel noch ein bisschen schiefer stehen würde. Mal schauen. Jetzt dekoriere ich wieder mal mein Ufer etwas um. Geil! Das Foto muss ich jetzt nochmal machen. Ja, cool. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das Ding bewegen kann. Die Wurzel wird durch meine Aktion ist richtig schön vom Mond angestrahlt. Und das war jetzt auch das Ziel der ganzen Sache. Wird mir die Wurzel auch nicht übel nehmen, hoffe ich. Oh, jetzt wird es langsam kalt hier. Und jetzt nochmal einen bodennahen Shot. So, jetzt doch nochmal einen bodennahen Shot. Einfach zu sehen, ob das dann irgendwie besser wirkt. Wieder in die Waage bringen, die ganze Sache. Geil. Das war's jetzt. Ja Leute, das Bild ist im Kasten. Ich bin jetzt happy, glücklich, kann heimgehen. Das Ganze hat jetzt viel, viel länger gedauert, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Allein schon durch diese Wanderung da hinten am Ufer entlang. Ah, das hat mich Zeit gekostet, aber
Ich gehe heim und bin happy, das passt. Ich freue mich natürlich für ein Like für das Video. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Und dann bis zum nächsten Video. Außerdem gibt es in den nächsten Tagen eine kleine Ankündigung. Bedeutet mir sehr viel. Video kommt bald. Bye, bye.